Und herzlich willkommen auf Torfers Welt. Hier bei mir auf meinem Kanal. Ihr seht, hier ist schon ein bisschen irgendwas anders als sonst. Ja, ich nehme hier ein Voice-Over auf, denn zu dem Zeitpunkt, wo ich das da gedreht habe, konnte ich nicht sprechen. Ja, Angina, die einen oder anderen wissens, kann sich ziemlich ziehen. Ich hatte Sprechverbot. Aber ich wollte dann, nachdem es mir ein bisschen besser ging, endlich mindestens wieder ein bisschen painten. Die ganze Zeit liegen, ist nichts. Kriegt man nur Rückenschmerzen. Und da dachte ich, okay, fange ich mindestens schon mal an. Und ja, nehme das dann im Nachhinein, wenn die Stimme wieder da ist, auf. Weiter geht's mit Feld 11. Das werden wir dann alles jetzt dann zurechtschneiden und. Ja, jetzt der Anfang, der geht auch nur so ungefähr 6 Minuten mit dem Voice-Over. Dann kommt auch schon das erste Zeitraffer. Ich wollte das jetzt nicht zu lange mit dem Voice-Over machen, weil Voice-Over ist nicht so meins. Das ist auch das erste Mal, dass ich überhaupt probiere. Ja, und also wundert euch nicht, wenn jetzt die Stimme nicht ganz zur Aufnahme passt. Ist immer so ein bisschen schwierig. Ich gucke mir das einfach mal an. Voice-Over wird es bei mir nicht zu viel geben. Deswegen habe ich darin auch absolut keine Erfahrung. Ja, da seht ihr jetzt, wie ich mit meinem Lineal und meinem Skalpell mir das Feld freischneiden werde. Und das Papier hebe ich mir natürlich wieder auf. Und ihr seht, es sind auch zwei zusammenliegende Felder, die wir dann fertig haben werden. Das ist immer so das Schöne, wenn sich so langsam die Felder zusammenfügen und man einfach ein bisschen mehr sieht und ja, dann ein bisschen das, ja, man ein bisschen mehr erkennen kann, was vielleicht da auf uns so Schönes wartet. Ja, auf jeden Fall richtig, richtig toll. ja, wo war ich jetzt? Genau. Ich sage, es fällt 11. Das Blatt Papier, das habe ich mir auch aufgehoben. Ich hatte ja schon gesagt, ich hebe das so ein bisschen als Release-Papier auf. Es ist einfach so süß und das ist wirklich von guter Qualität. Deswegen hebe ich das auf. Und ja, kann man halt immer wieder gebrauchen. Ne? Jeder kennt das im Moment. Koffer brauche ich natürlich auch. Ne? Wir wollen ja jetzt painten. Und ja, meine Legende habe ich auch immer noch dabei liegen, falls ich mal nicht immer gleich ein Feld oder ein Symbol finde, dann gucke ich immer liebend gerne noch auf die Legende drauf. Und deswegen habe ich immer sehr gerne noch eine Papierlegende mit im Koffer liegen. Und ja, das läuft dann meistens ganz gut. Ihr seht hier mein Zubehör, was ich mir da herrichte, mein Steinchenmülleimer, meine Schiffchen, die auch von Pichu sind. Und ganz ehrlich, Leute, ich liebe sie. Ich werde, glaube am Anfang, das Haar da oben rechts painten. Deswegen habe ich am Anfang das kleine Schiffchen jetzt genommen und später für das große Color Blocking nehme ich dann immer das große Schiffchen. Da seht ihr, ich beginne mit dem Haar. Ja, und dann werden wir jetzt dann noch ein bisschen quasseln und ja, ne, was ich euch immer sagen kann, das Bild, das legt sich wie von allein, wie ich es auch schon vorher gesagt habe. Die Steinchen und die Leinwand hat so eine tolle Qualität. Das macht richtig Laune, das zu legen. Die Steinchen fliegen wie von alleine aufs Bild. Ja, also falls ich jetzt hier ein bisschen rumstammel mit dem Voice-Over, bitte wundert euch nicht. Das ist für mich sehr ungewohnt. Ich sitze jetzt hier, gucke mir dieses vorgedrehte Video an und versuche halt einfach ein bisschen das nachzusprechen, was ich da mache und wie ich mich dann in dem Moment gefühlt habe. Und naja. Was soll ich sagen? In dem Video wird es jetzt hier übrigens auch 4 Tage zu sehen geben, sozusagen vom 11. bis zum 14., also der 11., 12., 13. und 14. Einfach, weil ich halt nicht so viel reden konnte oder nicht reden, ja, gar nicht reden konnte, sagen wir das mal so. Ich bin jetzt auch ein bisschen im Verzug, muss ich sagen. Und es wird nächste Woche auch nicht besser und ja, das tut mir halt echt leid. Es war alles ganz anders geplant. Ich wollte ja immer tagesaktuell die Videos bringen und vielleicht so alle 2, 3 Tage mal die Videos machen. Ja, hat sich jetzt halt alles ein bisschen verschoben leider, so dass ich jetzt sogar im Rückstand bin. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ich dann zum
30. März dann wieder in Time bin. Am 25. März habe ich mir selber zum Geburtstag zum Beispiel einen Tag gegönnt, einen Tag Urlaub, an dem ich einfach bloß alles machen möchte, was mir gut tut. Und das wird auf jeden Fall ganz viel an dem Bild zu painten. Und dann hoffe ich, dass ich zu dem Zeitpunkt dann auch alles wunderschön aufholen kann. Und da wird es dann auch einen Ostertag geben um diese Zeit, kurz vor Ostern. Ähnlich wie beim Frühlingstag. Ja, einfach ein paar Osterfragen, die wir gemeinsam beantworten, wenn ihr wollt. Ja, jetzt kommen wir auch schon langsam Richtung Zeitraffer. Ich sehe, die Zeit vergeht. Wir sind jetzt so ungefähr bei 6 Minuten angekommen. Das heißt, gleich kriegt ihr ein bisschen Musik auf die Ohren und dann springen wir ein bisschen, ja, durch die Felder. Und sobald ich ein bisschen quasseln kann, kommt dann auch ein kleiner Take, ja, wo wir ein bisschen miteinander reden, wo ich dann halt auch ein bisschen wieder ganz normal erzähle, während ich painte. Und natürlich gibt es zum Abschluss auch wieder das komplette Bild zu sehen, wie es dann mit 14 gepainteten Feldern ausschaut. Ne? Da gibt es dann auf jeden Fall noch ganz zum Schluss einen Überblick. Ich bin schon sehr gespannt und los geht's! Ihr Lieben, da ist sie wieder, die Stimme. Immer noch ein bisschen vorsichtig, das heißt, ich werde jetzt hoffentlich auch nicht allzu lang quatschen. Aber gut, wenn, dann ist es eh wahrscheinlich heute das Einzige, was ich mal ein bisschen reden werde, außer vielleicht noch ein kleines Telefonat mit meinen Eltern. Also, aber ich bin wieder recht fit. Das heißt, am Montag wird es wieder losgehen mit Arbeit. Ich freue mich. Ja, irgendwann kriegt man doch einen Lagerkoller. So, ich freue mich schon, denn zum jetzigen Zeitpunkt habe ich das Voice-Over noch nicht aufgenommen. Das mache ich dann, wenn ich schneiden werde. Ich bin gespannt. Mein erstes Voice-Over wird es werden. Ihr jetzt an der Stelle des Videos habt es schon gehört. Ja, alles ein bisschen chaotisch, aber so ist das. Ja, die 14 kommt heute dran. Ich drehe das Ganze mal, weil das eher im oberen Segment liegt. Damit ich mich nicht ganz so lang machen muss, werde ich das jetzt hier so handhaben. Lege ich mir so hin und das schneiden wir uns jetzt gleich aus. Mein Lightpad ist auch schon am Start. Muss man bloß auch die Elektrizität herstellen, sodass wir es haben. Ja, wir haben helles Licht. Trotzdem mache ich mein
Oh, nicht, dass mein Stift runterfallen. Sehr gut, nichts passiert. Ja, trotzdem mache ich mein Netpad an. Setze mir auch meinen Wecker zurück. Na, jetzt. So, alles eingetragen. Wie ihr seht, habe ich fleißig weiter gesammelt. Meine Kärtchen. Die sind so schön. Würde ich jeden raten, wenn ihr das ausgeschnitten habt, hebt die auf. Also Lispapier, das ist so schön. Ja. Mhm. Schiffchen nehmen wir wieder das. Und diesen wunderschönen Icy-Stift. Tabby habe ich jetzt die Auszeit. Das riecht so schön. Leute, das ist einfach ein wunderschöner Duft. Ja, und Tabby so und so, ne? Ich liebe es. Mein Steinchenmüllarm brauche ich noch und mein Skalpell. Pinzette ist auch nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, habe ich alles. Mein ganzes Geraffel. Zeit machen wir dann, wenn wir alles freigeschnitten haben. Ich brauche jetzt noch mein Lineal. Boah, ich hänge jetzt ein bisschen hinterher. Ich wollte ja eigentlich immer vorarbeiten. Habe ich am Anfang auch. Jetzt hänge ich hinterher. Ist halt wieder anders gekommen als gedacht. Aber was soll's, ne? Ist nicht weiter schlimm. Ist nicht weiter schlimm. So. Schneiden wir hier mal. Ah, das könnte knapp werden. Oh, ist einfach so. So. Ich glaube, ich muss schon wieder langsam meine Klinge wechseln. Das ist aber ganz wichtig, dass ich nicht in nicht in meine Leinwand schneide. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. So und so. Ja. Das Bild macht wirklich sehr viel Freude. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich ein bisschen mehr schaffe die letzten Tage. Aber wie gesagt, wenn es nicht ganz so geht, dann geht es halt nicht so. Dafür habe ich sehr viel gelesen. Und das war auch mal gut. Wie gesagt, ich habe viele Hobbys. Lesen gehört mit dazu. Eindeutig. Und nee, hier müssen wir nochmal. Da müssen wir nochmal. Da wollte es nicht ganz so. So. Aber ich hoffe jetzt. Ja. Jetzt viel besser. 14 mit den süßen Hasenpfötchen hebe ich mir natürlich auch noch auf. Und, oh, ich muss noch ein Foto für Instagram machen, deswegen mache ich meinen ganz kurzen Take. Und schwupps, bin ich schon wieder da. So, auch die 14 kommt mit so einem anderen Papierchen. Und hier haben wir, oh, wieder teilweise viel Color Blocking, aber auch ein bisschen Konfetti. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich freue mich. Und ich werde mit dem L anfangen. Springt mir gerade so am meisten ins Auge. Ist jetzt nicht die größte Fläche vom Color Blocking. Aber so habe ich schon mal ein bisschen was hier in der Richtung, wo meine Hand ist. Was immer sehr schön ist. Und ja, los geht es. Ja, also das wird jetzt ein relativ kurzes Video, aber trotzdem mit 4 Feldern dann im Endeffekt. Ich zeige euch auch am Schluss des Videos, wie das Bild dann mit 14 gepainteten Flächen ausschaut. Ich werde dann heute Abend auch direkt noch ein bisschen weiter painten. Denn nächste Woche werde ich auch nicht viel zum Painten kommen. Denn am Mittwoch bis Sonntag kommen meine Eltern vorbei. Und ja, da wird es auch nichts mit painten. Weil die Zeit genieße ich natürlich dann mit meiner Familie und mit meinen Freunden. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen nachholen und wenn ich es vielleicht sogar schaffe, wieder ein bisschen vorarbeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es bis zum 30. März dann auch schaffe.
Es tut mir so leid. Ich habe mir das so schön vorgestellt, wenn ich rechtzeitig anfange und schon ein bisschen vorpainte, dass ich dann halt auch rechtzeitig euch die Videos zeigen kann. Es ist alles ganz anders gekommen, als ich gedacht habe. Aber gut, das ist nun mal so. Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt schon, dass es mit eins meiner Lieblingsbilder von diesem Jahr wird. Absolut. Denn dieses Bild hat nicht nur wunderschöne Farben, es hat ein Alice im Wunderland-Flair mit teilweise der Grinsekatze, die hier schon irgendwo ein bisschen ums Eck schielt, den Spielkarten. Ich bin mal gespannt, was wir alles noch so aus dieser Ecke im Bild finden werden. Es gibt ja noch einiges zu painten. Und ja, wie gesagt, ich freue mich schon ganz, ganz doll drauf. So. Ja, ansonsten, bei mir steht heute Waschtag an. Ich kann endlich wieder ein bisschen was tun. Das heißt, es wird Wäsche gewaschen und nicht bloß die normale Wäsche, die ich sonst so am Wochenende wasche, sondern auch Bettwäsche und Handtücher. Generell habe ich jetzt angefangen ein bisschen mit Frühjahrsputz. Wollte ich auch schon längst machen, aber wie gesagt, wenn man einfach mal anderthalb Wochen ausfällt, uncool. dann bleibt natürlich vieles liegen. Das heißt, ich werde den ersten Teil meines Frühjahrsputzes so machen, dass ich erstmal aufräume und Fenster putzen werde, so dass man sich einfach in der Wohnung wohlfühlt. Ja, halt auch mal so in Ecken mal mit dem Besen und einem Staubsauger sauber lang gehen, wo sich so Spinnenweben und sowas gerne mal ansammeln. Aber so dieses richtige Ausmisten, was ich mir jetzt noch mit vorgenommen habe, das werde ich dann ein bisschen verschieben. Aber das kommt auf jeden Fall. Das mache ich dann halt Stück für Stück immer wieder ein bisschen was. Aber halt erstmal so eine größere Aufräum- und Putzaktion, einfach für mich, damit ich mich auch natürlich wohler in meiner Wohnung fühle. Ich fühle mich selber nicht wohl, wenn es bei mir einfach sehr, sehr chaotisch ist. Ja, und gerade dann in der letzten Woche. Ach, ja, ne? Ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach ein heilloses Chaos. Ganz, ganz schlimm. So, aber ich werde euch schon mal sagen, das wird auf jeden Fall. So. Und irgendwie freue ich mich auch schon drauf. Vor allen Dingen möchte ich in meinem Keller so ein bisschen eine kleine Lagerstätte einrichten, so für gewisse Sachen. Ich habe das Glück, einen schönen großen Kellerraum zu haben und vor allen Dingen einen trockenen Kellerraum. Das heißt, ich kann den auch wirklich gut nutzen. Da ist nichts mit Schimmel oder sonst was bei mir. Und ja, ich habe ja ganz viele Hochlastregale im Keller, die auch gut angebracht wurden. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, ob ich das so hinbekomme, wie ich es wollte, schon seit Jahren. Ich schiebe das jetzt schon ewig hin und her, ne? Ich habe auch letztes Jahr viel drüber geredet, bestimmt auch schon vorletztes Jahr. Und das ist halt immer das Problem, ne? Man redet immer viel, man nimmt sich viel vor, aber zum Schluss ist es halt einfach nur ein gesprochenes Wort und passiert ist nicht viel. Das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall ändern. Das ist eins meiner großen Ziele. Ich nehme mir lieber weniger Ziele vor dieses Jahr, aber das und natürlich Genesung, das sind somit meine wichtigsten Ziele. Und natürlich einfach in meinem Job Fuß zu fassen. Ich bin immer noch in der Probezeit. Das heißt, irgendwie ist man immer noch aufgeregt. Ja, passt das jetzt? Jetzt warst du wieder krank, kurz bevor die Probezeit endet. Uncool.
Aber na gut, was will man machen, ne? Mit Angina. Ganz ehrlich, da geht's nicht. Da geht es nicht. Ich hätte wahrscheinlich eher noch meine ganze Abteilung angesteckt. So, und jetzt aber genug von krank. reden wir einfach mal weiter über den Frühling. Ich habe ja hier an meiner Wohnung einen Garten oder ein Stückchen Garten, was ich bewirtschaften darf. Und ich habe halt sehr viel Wiese. Ich mag das einfach grün und bunt und ja, einfach Natur. Und auf meiner Wiese blühen im Frühjahr immer ganz viel Primeln in etlichen Farben und das wird von Jahr zu Jahr mehr. Leute, ganz ehrlich, ich liebe das. Ich liebe das so absolut und die Primeln kommen jetzt raus. Die kommen jetzt wirklich raus. Das ist einfach toll. Es ist einfach schön. Ich freue mich schon auf den nächsten Tag, wenn es mal wieder ein bisschen wärmer ist. Dann werde ich mich endlich mal in die Hängematte legen. Jetzt, wo ich krank war, gab es wirklich schöne Tage, wo ich mich hätte rauslegen können. Aber das habe ich dann natürlich nicht gemacht. Ich bin im Warmen geblieben. Aber da hätte man sich wirklich schon mit einem Kissen und eingemummelt in einer Decke und mit einem Buch wunderschön in die Hängematte legen können. Wird alles nachgeholt. Ne? Der Frühling, der fängt erst an. Der fängt erst an. Ne? Es kann alles noch passieren. Es kann immer noch wieder kalt werden. Es kann immer noch Frost kommen. Schnee kann kommen. Was ich jetzt nicht mehr hoffe, auch einfach für die Blümchen und für die Natur. Es hat jetzt schon so viel getrieben. Da wäre jetzt noch mal so ein richtiger Frost einfach sehr, sehr schade. Ja, auch wenn es diesen Winter keinen so richtigen Winter gab. Ne? Wir hatten kaum Schnee. Ich glaube, das einzige Mal, wo wir wirklich so richtig viel Schnee hatten, war Anfang Dezember. Ja, wo ich mein Flixbus-Fiasko in München hatte, wo ich in München festhing. Natürlich muss so ein Schneechaos natürlich sein, wenn Jule das eine Mal von den wenigen Zeiten im Jahr verreisen möchte, ne? Und dass ich dann natürlich genau dann in der Stadt bin, wo alles zusammenbricht, an dem Tag, das, ja, ne? Das kann man sich ja dann denken, dass man sich dann so, oh Leute, warum? Ja. Aber jetzt ist es für mich, wenn ich jetzt darüber nachdenke und darüber erzähle, kann ich mittlerweile drüber lachen. Da an dem Tag und die kurze Zeit danach war es natürlich nicht so lustig. Da habe ich es dann nicht so gefeiert. Aber jetzt mittlerweile, doch, toi, toi, toi. Kann ich drüber lachen. Ja. So, ich glaube, ich nehme jetzt die zwei. Die zwei, wo haben wir die zwei? Da haben wir die zwei. Oh, so ein schönes Mint. Farben, die sind einfach. Ich liebe Pastellfarben so sehr. Habe mir auch überlegt, ob ich dieses Jahr mir nicht ein paar Lavendelpflanzen für den Garten hole. Bin mir aber noch nicht sicher, ob ich die irgendwo fest im Garten einpflanze oder ob ich die in Pflanzbehältnisse setze. Da überlege ich mir mal noch was. Auf jeden Fall mag ich Lavendel. Lavendel ist auch sehr schön für unsere Insekten und Bienchen und alles. Und es riecht so schön. Ja, guck ich mal. Da bin ich echt noch am Grübeln, wie und was ich da mache. Auf jeden Fall freue ich mich auf die Zeit. Ne? Also im April fange ich so richtig an mit meiner Gartenzeit. Und dann hoffe ich, ja, dass das was wird. Aber Lavendel möchte ich dieses Jahr echt irgendwo bei mir im Garten platzieren. Und wenn möglich nicht bloß ein kleines Büschlein oder so. Da warte ich mal ab.
So, oder habe ich ein Steinchen? Da würde ich ein bisschen was wegknipsen. Das mache ich einfach, damit das Steinchen dann daneben richtig gerade liegen kann. Das war bloß so eine ganz kleine Nase. Da tue ich die Steinchen meistens nicht weg. Ich nehme das dann kurz und tue das mit meinem Skalpell kurz abknipsen. Und dann legt sich wieder alles wunderschön hin. Und ihr seht auch, oh, jetzt habe ich, ich glaube, also vielleicht 10 Minuten kann ich draufzählen, ne? Habe ich mal vergessen, meine Zeit zu starten. Vergesse ich immer gerne wieder mal. Da muss ich immer nur so ein bisschen schätzen, okay, die und die Zeit muss ich dann noch mit draufzählen. Ja, aber ich glaube, ich bin da nicht die Einzige. Aber das mit dem Zeitstoppen finde ich, das ist schon sehr, sehr interessant und es stresst mich auch nicht. Es stresst mich nur, wenn ich immer wieder vergesse, mal Start zu drücken oder Stopp zu drücken, was immer mal wieder vorkommt. Nicht zu 50%, nein, das nicht, aber trotzdem immer mal wieder. Ja. Ansonsten steht heute nicht mehr viel an. Wie gesagt, noch ein bisschen, immer so ein paar Handgriffe in der Wohnung. Zwischendrin immer mal wieder painten. Ich mache das ganz entspannt. Und ich muss noch einkaufen. Ich habe bei DM wieder ein paar Sachen schon online gekauft. Das habe ich auch direkt mit PayPal gezahlt. Da kann ich das direkt an der Abholstation dann da abholen. Das heißt, ich muss nicht explizit selber nochmal in den Laden rein. Das finde ich sehr gut. Das mache ich eigentlich meistens so, wenn ich wirklich direkt weiß, was ich brauche. Und es hilft davor, dass man nicht zu viel kauft, ne? Weil wenn man dann doch nochmal dann durch den Laden läuft, dann springt dann halt doch nochmal das ein oder andere ins Körbchen. Aber ich brauche halt unbedingt Getränke. Jetzt in der Woche war noch meine gute Freundin für mich einkaufen, weil ich das Haus nicht verlassen konnte. Das war aber erstmal nur so das Nötigste und wirklich nicht viel. Deswegen muss ich dann jetzt endlich wirklich mal da den Poppes hochbekommen. So. Okay, ich glaube aber hier von der 758 werde ich noch ein paar Steinchen brauchen. Ich habe ja gerade von drei Farben noch ein bisschen Steinchen über. Und die 758, guckt mal, da haben wir noch ganz schön viel. Ja. Da werde ich mir gleich mal gucken. Guckt, und da haben wir es schon. Meine Trocknertücher. Die Steinchen waren sehr statisch geladen, das erinnere ich mich noch. Deswegen, wenn ich das jetzt hier umfülle, damit die nicht statisch geladen sind, nehme ich mir da hier einfach nochmal 4 Tüchlein. Das sind Trockentücher, die ich mir mal zurechtgeschnitten habe. Und dann in so ein Tütchen rein zugemacht. Das heißt, dann habe ich die immer hier an meinem Platz und muss nicht erst wieder runter zum Trocknen. So. Und dann tue ich einfach, damit die Steinchen nicht statisch geladen sind, das hier so ein bisschen durchwurschteln, ein bisschen kneten, ein bisschen schütteln und. Und ja, dann kann ich das meistens ganz entspannt in das Döschen nachfüllen. So, weil hier in dem Tütchen waren ganze 16,15 Gramm. Das hätte ich natürlich nicht in das kleine Döschen bekommen. So. Dann würde ich sagen, los geht's. Hoppala. Ja, das kriegt man jetzt alles mit einmal rein. Das ist cool. Gucke ich hier zwischen den Blättchen. Hat sich noch ein Steinchen versteckt. Die muss man jetzt übrigens nicht in den Müll tun, die kann man mehrmals verwenden. So, aber ich räume sie gleich wieder weg, weil was aufgeräumt ist, ist aufgeräumt. Und auch der Trichter kann wieder weg.
Dann habe ich hier einfach mal wieder ein bisschen weniger rumliegen. Was habe ich jetzt hier dann noch? Die 3770 und die 3865. Auch das kommt wieder in den Koffer zurück, weil die werde ich jetzt erstmal direkt nicht brauchen. So. Schaut mal. Es ist traumhaft. Einfach schön. Ja, ich verwende jetzt keinen Mehrfachsetzer, weil ich bin aktuell die gemütliche Painterin. Ich lasse mir Zeit, auch wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt hier im Rückstand, aber das Bild, das macht so eine Freude zu painten. Da will ich das nicht so husch husch machen, sondern ich will es komplett genießen und das richtige Painting-Flair, das habe ich, wenn ich mit dem Einzelsetzer arbeite und nicht mit dem Mehrfachsetzer, muss ich wirklich sagen. Weil beim Painten geht es mir nicht darum, irgendwie schnell ein Bild fertig zu bekommen, sondern ja, an der Arbeit an sich, ne, dass das Painten mir einfach Spaß macht, dass es mich entspannt, dass es mich relaxt und das habe ich wirklich am meisten, wenn ich mit dem Einzelsetzer arbeite. Nichtsdestotrotz kann man sehr gut mit dem Mehrfachsetzer arbeiten. Mal gucken, ist das Tappi hier noch gut im Stift? Ja, ich glaube. Na, also ihr seht, alles geht auch mit dem Mehrfachsetzer richtig schön. Also da ist die Qualität hier dafür richtig, richtig gut. Habe ich hier ein paar. Okay, das war ein Tropfen. Aber ich habe hier irgendwie meine Steinchen, Schiffchen rumfliegen lassen. Ja, aber ihr seht, Mehrfachsetzer geht sehr, sehr gut. Also die Steinchen und die Qualität der Leinwand eignen sich für den Mehrfachsetzer echt perfekt. Jetzt habe ich es ein bisschen komisch aufgenommen, aber dürfte trotzdem noch klappen. Ja. Na, also, ihr seht, richtig, richtig gut. Ich habe hier in dem Stift auch komplett Tabby, sowohl im Mehrfachsetzer als auch im Einzelsetzer. Und wenn ich hier solche großen Felder habe, dann mache ich meistens immer erstmal die Umrandung und fülle dann das Feld aus. Na, ähnlich wie ausmalen. Da muss ich immer. Muss ich immer irgendwie an unsere Heidi denken, die zum Beispiel mag bei so zum Beispiel, ich glaube, es sind die Mandy Manzano-Bilder von Diamond Art Club, wo man so viele schwarze Outlines hat. Und sie schwärmt immer davon, wenn sie dann halt immer erstmal die schwarzen Outlines macht und dann sozusagen die anderen Felder wie so ausmalen kann. Ja, und nur wenn ich irgendwas umrande und erst dann einfülle oder so. Muss ich immer an Heidi denken. Ja. So. Ja, aber Heidi wollte ich auch noch mal demnächst bestellen, weil ich wollte mir noch ein zweites Diamond Painting Journal bestellen. Ich bin jetzt bei meinem ungefähr bei der Hälfte angelangt vom Ausfüllen. Und ja, ich werde natürlich dann schon ein Backup haben, das kann ich mir jetzt noch mega viel Zeit lassen, ne? Aber ich will jetzt nicht warten, bis es dann irgendwann kurz vorm Ende ist, sondern ich denke mir dann immer, was ich habe, das habe ich, ne? ja. Und ich mag das Buch wirklich sehr, weil das ist wirklich so aufgebaut, dass ich sage, damit komme ich richtig gut für mich persönlich selber klar. Am Anfang war ich mir unsicher, weil halt ja dann sehr viel immer noch für jedes Bild ja noch die Zeit damit war. Und ich habe nie Zeit gestoppt, weil ich immer gedacht habe, das Zeitstoppen, das stresst mich. Dann habe ich mir gedacht, ich probiere es einfach mal. Ne? Weil man hat immer noch die Möglichkeit, dadurch, dass es ein Ringbuch ist, diese Seiten, die man nicht braucht, dann rauszumachen. Dann habe ich es aber einfach mal probiert und ich habe gemerkt, okay, das mit den Zeitstoppen, das stresst mich nicht.
Das führt nicht dazu, dass ich irgendwie versuche, schneller zu painten und bei jedem Bild einen neuen Rekord zu machen. Ich freue mich immer, wenn ich mal sehe, okay, das Bild habe ich eigentlich in einer wirklich recht flotten Zeit geschafft. Dann freue ich mich drüber. Wenn ich dann aber beim nächsten wieder ein bisschen langsamer bin, ja, bin ich nicht enttäuscht oder so. Und deswegen mache ich das weiter mit dem Zeitstoppen, weil ich es einfach eine interessante Sache finde. Ja, so ist es. Genau. Ich werde dann auch wieder ins Zeitraffer gehen. Dann bekommt ihr ein zweites Zeitraffer und dann ganz zum Schluss werde ich euch dann das Bild mit den 14 gelegten Feldern nochmal komplett zeigen. Aber natürlich erst zum Schluss, wenn wir hier das Fältchen fertig haben. Dann bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, weil das hier ist übrigens das zweite Feld, was jetzt insgesamt drei Felder verbindet. Dann bin ich schon mal gespannt, ob wir ein bisschen mehr erkennen von allem. Aber so, jetzt wird aber. Guckt, es geht doch schon ganz gut. So. Ach, ist einfach schön. Ich hatte die Tage jetzt auch mal ein bisschen mal nach Zahlen gemacht. Da wollte ich eigentlich nur ein bisschen anfangen. Das hat aber auch wieder so viel Spaß gemacht, dass ich dann 2 Tage länger dran gearbeitet habe. Und dadurch, dass es aber ein kleineres Bildchen ist, bin ich da jetzt auch schon gut vorangekommen, ne? Also. Aber auch das werdet ihr alles zu Gesicht bekommen. Habe ich euch mitgenommen, weil ich da halt auch ein bisschen was ausprobiert habe. Gar nicht, wie lang quasseln wir schon? 24 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal noch das zweite Zeitraffer. Ich gucke mal, ich weiß nicht, ob es über das ganze Liedchen gehen wird. Wir warten einfach mal ab. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ansonsten wird das Lied dann ein bisschen eher abbrechen. Und ja, dann gucken wir uns hier das Ergebnis an. Viel Spaß beim Mitsummen. Ba-da-b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 a-
ihr Lieben, das hier ist jetzt unser Fältchen und ihr seht, da haben wir schon eine Pilzkappe. Da oben ist von dem anderen Feld die Grinsekatze. Ich finde, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Hier dazwischen haben wir noch Feld 23 und 28. Dann kommt aber noch schon wieder so ein Dreierfeld. Auch wieder Pilz mit zwei Karten. Auch wieder so ein Alice-Hinweis. Und hier noch mehr Pilze und ein grünes Blatt. Dann haben wir ja hier unten ein Füßchen von einem Hasi. Einmal Hasi-Öhrchen. Hier unten haben wir ein Osterei. Da haben wir ein Osterei. Hier haben wir Blümchen. Und hier unten haben wir noch ein bisschen Grün und auch wieder ein Teil von einer Katze. Also ich bin sehr gespannt auf die nächsten Felder. Ja, und wie gesagt, schaut euch an, wie die Steine glänzen und glitzern und wie schön sie liegen. Wie gesagt, es ist ein Träumchen. Es macht richtig Spaß. Ich werde heute Abend auf jeden Fall weitermachen fürs nächste Video dann. Und ja, ich werde mir jetzt auch schon langsam anfangen zu überlegen, ein paar Fragen für den Ostertag zu überlegen, rauszukramen aus dem Hirn. Schauen wir mal. Wenn ihr Ideen für Fragen zu einem Ostertag habt, also einfach Osterfragen, schreibt es doch gerne unten in die Kommentare. Die können wir dann mit aufnehmen. Und ja, dann beantworte ich auch sehr gerne eure Fragen irgendwie rund um Ostern. Soll sich halt um Ostern drehen. Frühling hat man ja schon. Und ja, dann kurz vor Ostern würde ich gerne ein Video bringen, wo wir hier weiter an dem schönen Bildchen painten und vielleicht ein paar Osterfragen beantworten. Ja, also ich bin happy und ich freue mich schon dann, wenn ich vom Einkaufen wiederkomme, weil ich muss unbedingt noch einkaufen. Ich brauche Katzenstreu und Katzenfutter. Ich hätte zwar noch wirklich bis Montag, könnte ich es aushalten, aber heute habe ich wirklich Zeit. Wer weiß, was Montag ist, wenn er wieder ein bisschen Geschäft und Stress ist und man ist halt lange im Geschäft. Na, jeder kennt das. Und deswegen erledige ich das jetzt lieber am Samstag und dann ist das auch weg. Und ja, ihr Lieben, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Auch wenn es ein bisschen ungewohnt war am Anfang mit Voice-Over. Wie gesagt, es geht nicht anders in dem Moment. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage ciao, ciao und bis bald.